Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute gibt's einen dicken Elefanten-Gourmet-Burger. Ja, das ist die Brand. Es geht hier um Pretzel-Pieces. Also, Pretzelstücke da. Pretzel-Pieces with explosive taste. Und da ist hier noch so ein Burger abgebildet. Das ist hier, ja, hier Elefant. Masters of Incredible Snacks. Das, ja, sind so Pretzelstücke. Ich hatte das hier jetzt bei Aldi entdeckt. Das war aber, glaube ich, nur so eine Sonderaktion. Also ich weiß nicht, ob es das dauerhaft gibt. Ich hatte mal von einer anderen privat quasi so schon vor Wochen mal so Pretzel Pieces gegessen. Die waren einfach nur normal gewürzt, würde ich sagen. Und dann, die haben mir aber ganz gut gefallen. Und dann habe ich die hier entdeckt, Gourmet Burger. Und dachte, ja, das ist ja was Interessantes. Die werde ich mal testen. Ja, und was verbirgt sich dahinter? Also offiziell sind das, Moment, also hier, Elefant, ein galaktischer Snack mit garantierter Geschmacksexplosion. Knusprige Brezelstücke absichtlich zerkrümelt, um die Aromen der Gewürze in sich aufzusaugen. Offizielle Bezeichnung ist Brezelstücke mit Burgergeschmack. So, und die Zutaten, jetzt wird es natürlich interessant, wie wollen die den Burgergeschmack da produzieren, und das tun sie mit Weizenmehl, Pflanzenöl, das ist Raps, Burger-Gewürzmischung, 10%. Also das ist schon ordentlich Gewürz da drauf. Das besteht aus Molkenpulver, Zucker, Zwiebeln, Maltodextrin, Tomaten, Hefeextrakt, Speisesalz, Aroma, Räuchersalz, Säurungsmittel ist Natriumacetat, Trennmittel ist Calciumphosphat, sind Calciumphosphate und Siliziumdioxid, dann sind noch Gewürze drin, Senf, ätherisches Senföl. Das war jetzt die Gewürzmischung. Und dann jetzt noch quasi in den Brezelstücken ist wahrscheinlich, hier ist noch Zucker, Sauerteig, Meersalz, Gerstenmalzextrakt, Hefe, Antioxidationsmittel ist Extrakt aus Rosmarin. Das hatte ich jetzt auch noch nie und ganz Spuren von Sesam enthalten. Ja, also einiges an lustigen Zutaten, um hier eine gute Geschmacksexplosion hoffentlich zu erzeugen. Hergestellt, Rumänien. Okay, also hergestellt für irgendwie mal den alkaelefant.com. Also wen das mal interessiert, alka-elefant.com habe ich jetzt noch nicht geguckt. Sonst gibt es nichts Interessantes. Also hier explodiert das. Mal gucken, ob es auch in meinem Mund so explodiert. Ich lege mal los. Ich schau mal, wie das schmeckt. Hier geht's auf. Ecke ab. Zack. Riecht wie... wie Bacon. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist Rauch. Und zwar also wie Barbecue-Soße. Mit Rauchgeschmack. Sehr süß. Süße Barbecue-Soße. Also so sehen die Stücke aus hier. Das ist also vielleicht erkennbar da. Ein bisschen die Lauge vielleicht. Also hier Brezel. Und dann hinein. Ah, da kommt der Senf. Also eine Geschmacksexplosion ist für mich was anderes. Es schmeckt ein bisschen wie saure Gurke mit Senf. Also, ein bisschen trocken. Schöner Crunch, mag das. Aber Geschmacksexplosion, also Leute, da muss mehr Geschmack her. Das ist ein bisschen Rauch, bisschen Senf. Also, schade. Also, da explodiert nichts. Ich guck mal, ob ich weiter unten hin muss. Vielleicht ist die ganze Pulver nach unten in die Packung gerutscht. Ne. Schade. Also, Ja, also, es knuspert gut, aber Geschmack, das ist echt, da bin ich jetzt echt enttäuscht. Also die Pretzel Pieces, die ich mal hatte, waren schön intensiv, die hatten den Crunch, schön salzig. Hier, also dieses Wumms, wo der Burger sein soll. Boah, schade. Ja, also die Pretzel Pieces kann ich nicht empfehlen. Schade, die sind lahm. Okay, mal gucken, ob ich beim nächsten Mal andere Stücke finde, die dann vielleicht besser sind. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und schade, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht.
mal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch wieder dabei und dann gibt es ein bisschen mehr, was mir zusagt oder wo ich mehr zu sagen kann. Hier ist, nee, Finger weg vom Elefant. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.